Wir sind hier bei MSI, neben mir der Dirk Neueneier und er wird uns jetzt die neue X-Serie vorstellen. Ja, hallo erstmal. Das hier ist zum Beispiel jetzt das X320 Slimline Notebook, eine ganz neue Serie, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es keine 2 cm dünn ist und vor allen Dingen beinhaltet das auch ein 13,4 Display mit 16:9 Format, das heißt typisches Kinoformat ohne Balken oben und unten. Es hat eine LED-Hintergrundbeleuchtung, entsprechend gut ist auch das Bild. Des Weiteren haben wir hier gerade bei dem X320 eine typische Atom-Basis, das heißt ein Atom Z530 als CPU und ein Pulsebo-Chipsatz. Entsprechend günstig ist auch das ganze Gerät, also das wird es in diesem Format mit 1,3 Kilogramm Leichtgewicht wird es das schon ab 600 Euro geben. Kommt also erst im Mai auf den Markt, ist also jetzt noch ein sehr frühes Stadium, aber man sieht schon mal, wie es aussehen kann. Ja, da werden natürlich jetzt noch einige Details überarbeitet. Des Weiteren haben wir noch eine X340 Variante, die bis zu 900 Euro hochgeht. Da haben wir natürlich auch dann eine andere Plattform, das ist die Ultra Low Voltage Plattform von Intel, die auch ein Stück mehr Power hat für alle Menschen, die also wirklich vielleicht Videobearbeitung, Bildbearbeitung machen wollen oder mal einen HD-Film zeigen. Es gibt auch einen HDMI-Anschluss und damit hat man also einfach ein bisschen mehr Rechenpower. Das sind dann also die Ultra-Low-Voltage-Prozessoren, die auch in Sub-Notebooks drinstecken? Richtig, ganz genau. Wir entsprechend sehen das auch als Sub-Notebook hier, das X340, auch vom Format her. Wir sind weiterhin auf dem Stand von MSI, die jetzt bei den Gaming-Notebooks angekommen. Und hier haben wir ein sehr interessantes Modell, das ist der neue Gamer GT 725 in einer exklusiven Farbe. Warum silber-schwarz? Ja, silber-schwarz ist im Prinzip ein Erscheinungsmerkmal. Das sind unsere Quad-Core-Varianten mit Q9000er CPU von Intel. Das heißt, ich habe dann noch mehr Power und sogar unsere Turbo-Technologie funktioniert. Das heißt, per Tastendruck mehr Leistung. Auch das funktioniert hier, genauso wie unsere Echo Engine, die ja auch über die Touch-Sensor-Leiste ganz einfach zu betätigen ist und zu aktivieren ist. Und hiermit habe ich wirklich maximale Leistung, insbesondere natürlich auch, weil die ATI Radeon HD 4850er Grafik mit integriert ist mit 512 MB DDR3 Speicher. Also volle Performance, so wie man es im Prinzip auch von einem Desktop erwarten kann. Also Quad-Core, eine ATI 4850 Grafikkarte, wo wird sich das Ganze so preislich einordnen? Also diese High-End-Varianten gehen schon um die 1400 Euro, etwas unter 1400 Euro werden die liegen. Entsprechend eben der Ausstattung auch, große Festplatte natürlich, 4 GB Speicher, so dass man also wirklich das Maximale auch rausholt. Und dann die normalen Core 2 Duo-Varianten werden dann in diesem klassischen Rot erhältlich sein? Richtig, das heißt also das ganze Abgesetzte wird in Rot zu sehen sein, so wie wir das von den MSI Gaming Notebooks kennen. Und damit wir ein kleines Unterscheidungsmerkmal haben, die gibt es dann natürlich auch schon günstiger, ab 1.100 Euro mit der ganz normalen Intel Core Duo CPU, aber auch mit der 4850er Grafik. Also richtig performant trotzdem.